Hi, Homan von der Gambit Hero und wir sind hier im FA Cup bei Crystal Palace zu Gast und wir spielen hier das Halbfinale eben des FA Cups gegen Crystal Palace und wir wollen gewinnen, denn da wartet dann Chelsea im Finale auf uns. Die haben gewonnen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, auf jeden Fall haben sie sich durchsetzen können bis hin zum Finale und dort wollen wir jetzt hin und dann können wir auch den nächsten Pokal mitnehmen. Denn Eriksen hat jetzt schon die Chance. Eriksen hat die Chance, aber er nutzt sie nicht. Und zwei Tage später, deswegen spielt hier nur so ein Teil des Stammteams, der Stammelf. Zwei, drei Tage später ist dann auch schon wieder Champions League. Und dort wartet diesmal ein alter Bekannter Gegner auf uns. Wahrscheinlich sogar ein Lieblingsgegner, nämlich Manchester City. Die haben wir ja in der Liga einmal weggeklatscht und einmal haben wir verloren. Also da ist alles offen. Aber wir kennen die Mannschaft eben und können uns sehr gut auf sie einstellen. Und dann sind wir auch schon im Finale. Oder nee, warte mal. Doch, dann kommt das Finale. Wenn wir gegen Man City wirklich weiterkommen sollten, dann wartet entweder Real Madrid oder Juventus Turin auf uns. Und das ist auf jeden Fall spannend. Ich schätze mal, dass Real Madrid weiterkommt. Juventus kam ja sehr, sehr glücklich da irgendwie durch. Hat da viele durch Torregel und so weiter gewinnen können. Boah, gelb mindestens. Es gibt auch gelb und es gibt eine gute Freistoßposition für Christian Eriksen. Das ist seine Spezialität hier, 23 Meter. Ach, schade. Schade. Rossseiter. Alberto Moreno, Tor. Der Torwart konnte dann noch hinterher gucken, also kam der Ball da irgendwie durch. Wir wahrscheinlich hätte gar nicht durchgehen sollen. Und somit führen wir 1-0. Ja, komisch, wie der Ball da durchkommt. War vielleicht sogar noch ein bisschen abgefälscht. Ja, sieht man nicht so genau. Auf jeden Fall schwer für den Torwart. Unser erstes Tor für Alberto Moreno in dieser Saison, glaube ich sogar. Insgesamt also. Und eben in der Liga müssten wir eigentlich Meister sein. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber es sind, glaube ich, nur noch 3 Spiele in der Liga und es sind also noch 9 Punkte. Wir haben 85 und Chelsea hat, glaube ich, maximal 65. Maximal, aber das haben sie nicht. Deswegen sind, glaube ich, 61, 58, irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind wir Meister. Das ist sehr, sehr frühzeitig. Deswegen werden wir dann die nächsten Spiele in der Liga, je nachdem, ob da Champions League ist oder nicht, simulieren. Ich denke, dass wir sie simulieren werden. Auch da kommt, glaube ich, noch einmal Man United, aber das spielt dann auch keine Rolle mehr. Finde ich auch relativ unspektakulär, wenn man schon so früh Meister ist und dann die Spiele noch spielt, weil man es einfach zeigen möchte, wie toll man ist. Deswegen erspare ich euch das. Zeige euch lieber hier, wie Iago Aspas durchrennt und die Möglichkeit zum 2-0 hat. Und die wird er höchstwahrscheinlich nutzen. Ja, das wird er. Super gemacht von Iago Aspas. Hat da viel Freiraum, kann da durchlaufen und 2-0 machen. Crystal Palace, die spielen ja nächstes Jahr, glaube ich, auf jeden Fall Europa, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ich will dir nichts erzählen, was nicht stimmt. Aber Everton ist, glaube ich, dabei. Wieder. Und Arsenal und sowas. Und dann um den letzten Platz für die europäischen Plätze streitet man sich da momentan in der Liga ziemlich. Wir werden die Saison nächstes Jahr auf jeden Fall ohne Man City bestreiten und glaube ich auch ohne Man United. Glaube ich. Das ist schon relativ krass, weil Man City spielt eine grauenhafte Saison, sind nur Platz 10
Und das mit dieser Mannschaft. Deswegen legen sie jetzt alles in die Champions League, die sie ja unbedingt gewinnen müssen, um nächstes Jahr noch international vertreten zu sein. Sonst sind sie ein Jahr ohne jeglichen internationalen Einfluss. Und da fehlt dann halt sehr, sehr viel Geld. Gerade bei einem Club wie Man City, wo die Spieler natürlich sehr, sehr teuer sind, sehr, sehr viel Gehalt bekommen. Oh, Alaba. Alaba ist jetzt allein vom Tor. Scheiße. Oh Mann. Da war ich jetzt in so einem mentalen Konflikt zwischen nach oben spielen und draufschießen. Und dann kam halt genau das Mittelding dazwischen, nach vorne passen. Also anstatt nach vorne schießen oder zur Seite passen, kam dann nach vorne passen raus. Und das sah dann eben so aus. Aber egal. Eckball. Wir sind die ganz klar bessere Mannschaft, sind auch sehr, sehr stark am Drücken. Deswegen läuft das hier ziemlich gut. Wieder Moreno. Nein. Null zur Pause, auf jeden Fall ein souveränes Ergebnis. Ich glaube, jetzt kommt noch was passiert bis zur Pause, deswegen sage ich schon 2-0 zur Pause. Und von Crystal Palace kam überhaupt nichts, die Abwehr hat überhaupt nichts zu tun. Stattdessen jetzt hier wieder Eriksen. Schade. Was hat sich jemand verletzt? Irgendjemand hat sich verletzt. Ich glaube Aspas. Ja, der hat sich wehgetan. Egal, der macht das jetzt. Der kämpft sich da jetzt durch. Wechseln wir noch ein bisschen. Damit die Leute hier ein wenig geschont werden vorm Champions League Kracher. So. Dann schauen wir mal, wie erfolgreich die drei da vorne jetzt sein können. Wir haben jetzt vorne komplett umgewechselt mit Origi, Draxler. Und Lamela. Gucken, wie das jetzt läuft. Sind die ja im Prinzip, also im Prinzip haben wir jetzt die schnellere Offensive drin. Und die ist ja so wichtig jetzt gerade gegen Ende des Spiels. Wenn dann Crystal Palace eben sehr, sehr hoch steht und alles nach vorne gehen, nach vorne werfen muss, dann ist es natürlich gut, wenn man schnelle Leute vorne drin hat, die dann einfach die Abwehr überlaufen können oder ein, zwei Abwehrspieler ausdribbeln oder vorbeirennen können und dann sind sie allein vom Tor. Das ist eben der Vorteil daran. Deswegen sollte man so Flitzer eigentlich immer erst später im Spiel bringen. Außer man hat noch Flitzer, die ein bisschen Kasten sind, dann kann man die auch früher bringen, damit die auch die Standards hier verwerten können und sowas. Wie zum Beispiel Sturridge, sehr schnell, aber auch groß und das ist eben das perfekte Gesamtpaket. Das war ein Foul und der Ball wird einfach weitergespielt, als wäre gar nichts gewesen. Naja. Suare. Schamack, der soll es jetzt wieder ändern. Der unerfolgreiche Stürmer, inzwischen glaube ich Mittelfeldspieler. Oh, jetzt Origi, das meine ich, einfach vorbeidribbeln und dann den Ball reinspielen, aber schade. Schade. Dragovic, die Neuverpflichtung, macht solide Spiele, ist jetzt nicht so der Überflieger wie jetzt ein Thiago Silva oder sowas, aber das erwartet ja auch keiner.
Er soll einfach nur hinten den Tor ein bisschen schützen und entlasten. Und das macht er auch alles sehr gut. Dafür, dass er im Prinzip nur Reservespieler ist, nur dritter Verteidiger im Prinzip. Mignolet darf hier ausnahmsweise mal ran. Aber ich schätze mal, dass er die restliche Saison nicht mehr spielt. Mignolet. Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, okay, Trainer, das tue ich mir nicht mehr an. Kein Bock mehr. Boah. Super, dieser Pfostentreffer hat meinen Controller leer geschossen. Aber das Problem werde ich im nächsten Part gelöst haben. Die Macht der zwei Controller. Lamela, ach schade. Da war dann zu viel los da vorne. Mignolet, ganz ruhig. Jetzt fangen sie an zu drücken. 20 Minuten vor Schluss kommen sie dann. Und dann bilden sich eben hier die Räume. Draxler. Wunderschön gemacht. Ich dachte gar nicht, dass Alaba da so reinlaufen kann. Der war ja komplett allein. Und hat den Ball dann perfekt reingeschoben. Ich dachte, das wäre erst Origi. Aber nö. Alaba ist auch in der Lage, Tore zu schießen. Deswegen spielt er ja im zentral defensiven Mittelfeld und nicht in der Verteidigung. Weil er eben defensiv sehr, sehr stark ist. Aber eben auch Offensivqualitäten hat. So wie Lamela. Schade. Schade, schade, schade. Aber jetzt ist es eben eh nur noch Ergebniskosmetik. Spielt gar keine Rolle mehr. Ob wir hier jetzt 3-0 gewinnen, 4-0 gewinnen, 5-0 gewinnen. Weil den Sieg kann uns eigentlich keiner mehr nehmen. In den letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten hier. Von Crystal Palace kommt eigentlich gar nichts. Die sind sowas von ungefährlich. Deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem. Origi. Super gemacht. Und er darf auch nochmal. Und damit hätten wir die Entscheidung nun. Erstes Tor auch für Divock Origi in diesem Pokal. Lelena, guter Einsatz. Und dann wieder der Ballverlust. Das ist eben auch so eine Sache. Also, ich kann euch sagen, dass auf jeden Fall Flanagan den Club verlassen wird und Mignolet höchstwahrscheinlich auch. Dazu eben Lallana könnte ich mir auch vorstellen, dass er geht, weil der hat hier irgendwie überhaupt keine Zukunft. Der findet, der hat einfach keinen Platz in der Mannschaft. Der findet keinen richtigen, keine Position irgendwie. Er kommt auch nie wirklich so ins Spiel. Er macht keine guten Spiele. Er macht nur Durchschnittsspiele maximal. Und das war es eigentlich auch schon. Also sind wir in wahrscheinlich nicht mehr. Auf jeden Fall sehen werden wir uns in der nächsten Partie, wenn es dann heißt Champions League gegen Man City. Bis dahin, tschö mit Ö.